Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Trixie und willkommen zurück zu einer neuen Folge Jalopy. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Tut mir leid, dass ich heute ein wenig verspätet bin, aber mir geht's nicht so gut. Mein blödes Kreuz macht mir Probleme. Also, nimmt's mir nicht übel, dass die heutige Folge ein wenig verspätet kam. Ich hoffe, es ist noch in Ordnung. Naja, dann schauen wir mal, was uns heute erwartet bei Jalopy. Ich muss zugeben, die ganzen Bugs bei Jalopy, ich feiere sie mittlerweile. Da kommen so geile Situationen bei herum. Ja, gut. Hallihallo, lieber Onkel. Wie geht's dir? Ich hoffe doch gut. Und unser neues Mädchen sieht auch wieder mal richtig hübsch aus hier. Okay, dann mal rein hier. Juju, macht mal, wir checken gerade mal erstmal alles durch, bevor wir hier loslegen. Okay, wir müssen operieren, wir müssen verkaufen, glaube ich auch, oder? Jupp, verkaufen müssen wir auch, okay. Gut, dann weiß ich Bescheid, müssen wir erstmal zur Tanke Reparaturen machen. Jupp, eindeutige Reparaturen, das können wir auch ausmachen. Weil es regnet ja gerade nicht. So, dann gucken wir mal, wo ist denn hier überhaupt der Weg? Ich würde sagen, erstmal hier runter. Und dann gucken wir mal, wo wir hier die gute alte Tankstelle finden. Ich glaube, da unten ist sie sogar schon, oder? Ja, da ist sie sogar. Sehr gut. Dann geht's erstmal runter. Und Dankeschön für die Abos-Leute, ihr seid echt der Hammer. Ich werde heute Morgen wach gucken nach. So, oh, geil, wieder neue Abonnenten. Echt vielen, 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 vielen Dankeschön. Das ist so geil, dass die Community am Wachsen ist. Ich hoffe, ihr habt auch Interesse an anderen Spielen, nicht nur an Jalopy. Deswegen habe ich mir auch The Escapist wieder erneut zum Leben erweckt. Da werde ich übrigens den alten Save nochmal starten, weil durch diesen Bug bedingt wurden wir erwischt und das ist nicht so ganz in Ordnung, finde ich. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, ob wir überhaupt Sachen haben. Wie, Reparaturkits. Einen haben wir. Wow. Und wir können wie ein Geist hier durchlaufen. Finde ich auch sehr interessant. Also, den Bug habe ich seit 1.0. Also irgendwie finde ich es recht interessant, was der Entwickler mit dem Spiel macht. Na, komm rein damit. Dann füllen wir erstmal hier auf. Ich sehe gerade, der Reifen müsste eigentlich auch ersetzt werden. Da unten ist nämlich Reparaturzeichen. Aber komm. Das kriegen wir doch so hin. Wir haben ja noch die Reparaturdinger dabei. Ich glaube, wir holen lieber nochmal ein zweites mit, vorsichtshalber. So, erstmal das hier. Pop-Medikam weg. Okay. Haben wir denn vielleicht noch Öl? Ich glaube, wir hatten sogar noch Öl. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Aber das werden wir gleich noch erleben. Erstmal reparieren wir mal hier alles. Motor hat nicht mehr viel. Das können wir gleich mit der Dings, mit dem Schlüssel machen. Okay. 3 von 4. Moment, dann werde ich erstmal gerade den Schraubenschlüssel holen. Schraubenschlüssel. Dann werde ich erstmal hier Reparatur machen. Da dran. Das war's und jetzt kommen wir damit dran wieder, gell? So, mehr können wir nicht machen. Leider. Müssen wir jetzt mal hier auf Optimum machen. Okay, optimale Mischung haben wir jetzt auch. Haben wir sonst irgendwas dabei noch? Nee, nicht da. Schade. Okay, dann holen wir mal gerade hier die Kiste. Mal ordentlich verkaufen können. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Kaffeebohnen kommen erstmal da rein.
Zack, zack. Ich wundere mich immer noch, warum der eine Laden die nicht kaufen wollte. Oh. Dann können wir uns den da oben krallen. Den verkaufen wir mal. Den Benzinkanister. Sonst haben wir noch was. Haben wir da noch Öl? Klar, von mir eben. Aber das war's dann, oder? Oh. Den können wir auch noch mitnehmen direkt. Okay, da haben wir alles. Dann müssen wir nur noch einmal nochmal zurück mit dem Portemonnaie, damit wir die Sachen überhaupt verticken können. So, einmal. Zweimal. Und 48 Dollar. Hm. Oder Mark. Viel mehr. Ist ja nicht schlecht, gell? Aber da sieht man mal, was man abhängig ist von. Oh, da ist noch Kaffee. Hoppala. Das sollte man auch noch verkaufen. Und da den Komma auch. Eieiei, hab ich da vergessen. Total vergessen, dass da noch was ist. Finde ich aber cool. Können wir noch ein bisschen mehr Plus machen. Uiuiui. Uiuiui. Ui, yes. Wir haben richtig die Kohle gemacht. Bisher. Also beschweren können wir uns auf keinen Fall. Nur, dass wir halt zu wenig Reparaturkits hatten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber sonst haben wir ein schönes Plus gemacht. Über 800 Mark haben wir jetzt. Geil. Zack. Her damit. 823. Oh, ist das geil. Ist das geil. Ist das geil. Da muss ich mal nachgucken, ob es noch ein Award gibt für Kohle. Nicht, dass ich... da ist ja noch eins. Ich will den auch noch schnell verkaufen. Voll getarnt gewesen hier. Nee. Jetzt haben wir es aber hier. Es kommt davon, wenn man Aufnahmen macht und dann dauernd an das blöde Kreuz denkt, ey. Kia Lukiste. Konzentration unter Dixie. Okay, was haben wir denn hier Feines zur Auswahl? Sonne, Sonn, Regen mit Dings. Und eine Tankstelle zwischen. Ich bin ja für das Fragezeichen. Weil Regen. Wir haben Regenreifen drauf. Und für das Fragezeichen. Der Vorteil ist, wir könnten vielleicht noch bessere Hardware finden. Dann gucken wir mal. Ob wir wirklich erfolgreich sind. Ich weiß es nicht. So, sollen wir mal gucken, wo ist die blöde Grenze überhaupt? Ich glaube, in die Richtung ist nämlich, glaube ich, nur Sackgasse. Also da hinten rum. Du kannst vielleicht besser sehen, wenn du die Scheibenwischer einschalten würdest. Jo, ist ja gut. Der mit seinem blöden Scheinwerfer immer. Voll nervig, der liebe Onkel. Dann gucken wir mal hier rein noch, ob wir hier noch was Feines finden. Und dann heißt es abzischen. Nach, wo fahren wir hin? Ja, es geht wieder mal nicht. Wie immer. So, gucken wir mal kurz. Wo fahren wir eigentlich mal hin? Ach, doch, Türkei schon wieder. Ei, da sind wir aber echt tricks unterwegs gewesen. Halleluja. Mal ausmachen. Das war echt krass. Ich hab gedacht, wir hätten noch voll die weiten Weg vor uns. Grüße. Ju. Was haben wir denn da? Genau, das wollte ich jetzt mal verbessern. Das kaufen wir mal. Mal gucken, ob wir jetzt ein besseres Tool dann haben. Da bin ich mal gespannt. Bestellen. Ausgezeichnet. Juhu, bitte. Heieiei, 400 Dollar. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, ja. Haben wir hier nur 400 Dollar für nichts ausgegeben. Und? Ich glaube, da hat sich was verbessert. Das sieht auf jeden Fall so aus. Wir gucken mal. Mach das Ding mal wieder auf. Danke. Gucken wir mal. Wir haben da drei. Damit zwei. Ah, wir können es wirklich machen. Wie cool. Wie geil ist denn das, bitteschön. Dann müssen wir also noch einmal das Kit bestellen. Dann könnten wir dann... Oh, wie geil. Da bräuchten wir keine Reparaturkits mehr. Also, wie teuer bist du?
Warte mal. Da könnte man rein theoretisch direkt holen, oder? Wie viel Kohle haben wir noch? 440. Sollen wir lieber sparen? Ich glaube, ich spare lieber, weil ich halt mal hochrechne. Neue Reifen sind auch teuer. Ich spare lieber. Dann werden wir das Kit dann noch einmal kaufen. Dann können wir uns im Prinzip die ganzen Reparaturkits sparen. Oh, wie geil, Leute. Hat sich ja richtig gelohnt. Ah, wie geil. So, was ist denn hier verboten? Kippen? Okay. Wupp. Ja. Hau rein. Okay, hallo Kiste. Könntest du bitte dich schon mal... Hallo, was geht denn hier ab? Wow! Hilfe! What the hell? Ja, Onkel, also irgendwas stimmt hier nicht. Oh mein Gott! Leute, wie komme ich hier raus? Moment. Jalebi, du bist echt genial. Tja. Müssen wir irgendwie umschmeißen den Wagen jetzt? Oh mein Gott. Wie soll das gehen? Hey, interessant, guck mal. Man kann sogar den Motor sehen. Wie cool. Oh, nicht umkippen. Nein. Kippe schon gleich auf dem Dach. Verdammt nochmal. Aber ich weiß nicht, wo man sonst. Ja. Baum fällt. Ich sehe. Oh Mann. Komm weg da von der Kante. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na super. Na, ich habe mir das nochmal umgeschmissen. Ich hoffe doch. Machen wir die Motorhaube wieder auf. Vielleicht schaffen wir es auf die Tour wieder. Also, das ist unglaublich, oder? Was ich wieder geschafft habe hier. Auch zu. Komm da durch und komm. So. Yes! Ich werde zum Profi. Gut, dann drehen wir den nochmal rum hier. Geht das? Ne, geht nicht. Okay. Ah, Gott sei Dank. Bin ich froh, Leute, dass wir das hinbekommen haben. Jo, fahren wir den noch platt. Oh Mann, oh Mann. So. Juju, hallihallo, Herr Officer. Ich hoffe, es geht Ihnen prächtig. In Ordnung, schauen wir mal. Ja, das erklärt sie uns jetzt checkt nach der Aktion. Also irgendwie. Sicher wie das Amen in der Kirche gewesen. Wir müssen aber keine Kippen oder sowas dabei haben. Juhu, super. Dankeschön. Schönen Tag noch. Oh Mann, ey. Fängt ja schon gut an, die Folge hier. Ach, herrlich. Aber bezüglich Escapist war schon eine lustige Aktion gestern. Wie komme ich da durch? Ah, ja, so. Wie komme ich wieder durch? Nein, wir kommen nicht mehr hoch. Hilfe! War schon wie lustig. Oh Mann, oh Mann. Jo, haben wir jetzt 280 Kilometer vor uns. Dann wird die Folge, ja, so schätze ich mal, eine halbe Stunde werden. Pi mal Daumen. Aber warum nicht? Und dann wird das schnell rausgerendert, damit ich halt noch schnell hochladen kann. Ich habe zum Glück noch eine Folge in petto, aber das ist Celeste. Ich glaube, das interessiert euch nicht so. Obwohl die Story echt interessant ist, Leute. Ich kann es nicht glauben. Wir haben es geschafft zum tausendsten Mal. Die Türkei nach all den Jahren. Ja, sind wir wieder bald in der Türkei. Und dann heißt es zurückfahren und dann machen wir den Award. Die Awards. Ihr habt ja fleißig abgestimmt, wie ich gesehen habe. Und dann müssen wir erstmal Geld sammeln, weil ihr habt ja für Geld, soweit ich in Erinnerung habe, abgestimmt.
Wir müssen mal ein bisschen aufpassen jetzt. Obwohl, ich werde mich lieber aufrüsten erstmal. Wupp, wupp, wupp. Da haben wir eine Kiste. Wupp. So. Gucken wir mal, was wir da Feines haben. Lalalalala. Oh, wie geil, dass wir so reparieren können jetzt. Dann müssen wir echt noch einmal dieses Reparaturkit kaufen. Und dann könnten wir alles reparieren. Oh, wie geil. Was haben wir da? Würstchen. Yay. In der Türkei. Oh, interessante Sache. Da bin ich mal gespannt, wie viel wir dafür bekommen, weil Türkei ist ja, das ist ja Schweinefleisch, soweit ich weiß, die Wurst dort. Müssten wir ja eigentlich ziemlich illegale Ware dabei haben. Ah, ist echt schön mit der Wüste und so. Echt schön gemacht. Abgesehen davon, es regnet. Finde ich ein bisschen unlogisch, weil, wenn man sich mal umschaut, ich bezweifle, dass es hier viel regnet. Komm, fahr vorbei. Ich war extra schön dicht am Rand hier. Damit die ja vorbeikommt, ihr lieben NPCs. Keine Lust, dass wieder Rambazamba hier herrscht. Wie in der letzten Folge. Wow, wow, wow. Ich glaube, wir brauchen euch langsam neue Reifen. So richtig guten Grip haben wir hier nicht mehr mit den Regenreifen. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Da, 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 da. Ach ja, ich habe übrigens gestern ein Spiel geschenkt bekommen von einem Zuschauer. Das ist ein Raid-Spiel, um genau zu sein. Ein Jump'n'Run mit irgendwelchen fiesen, versteckten Fallen. Dann habe ich überlegen, ob wir da ein Let's Play machen draus oder ein Stream. Vielleicht, mal gucken, was ihr lieber haben möchtet. Den Wagen krallen wir uns. Jippa! So. Den Wagen lassen wir gerade laufen, für die kurze Zeit, ist ja kein Problem. Was haben wir da? Ein Ersatzreifen, oh wie cool. Haben wir so wieder zwei Reifen, das ist schon mal nice. Da haben wir nochmal hier das Teil, was wir wieder verkaufen können. Und was haben wir da drin in der Stube? Oh, den Reifen können wir auch mitnehmen direkt. Auf jeden Fall, den holen wir direkt mit. Der hat mich drei. Haben wir noch einen? Alter, wie geil ist das denn? Wir haben mehr als... 2-2 haben wir hier. Tja, würde ich sagen, soll mal einen ersetzen? Obwohl, das ist Blödsinn. Mal. Wir gucken gleich mal. Erstmal machen wir die Motorhaube auf hier. Was haben wir denn hier drin Feines? Das Ding hat einen Verkaufswert von 19 Dollar. Aber wir haben reichlich drin. Verkaufswert 2. Das könnte interessant sein. Okay, das ist interessant auf jeden Fall. Wie kriegen wir dafür? 13 wäre der Verkaufswert. Ich vergleiche gerade mal. 13. 13. 13. Mhm. Bin gerade überlegen, ob wir einen Reifen ersetzen sollen. Den holen wir uns auf jeden Fall mit. Wir müssen eigentlich zwei Reifen ersetzen, rein theoretisch. Beim Regen fahren. Wie kriegen wir hier für den? Hier mal 20 für. Da kommt den erstmal da rein. Der kann halt. Ja, da haben wir noch einen. Alter Walter, warte mal. Du hast 2 von 3. Du hast auch 2 von 3. Okay, bleibt ihr liegen. Wir haben jetzt 1, 2. Wir hätten im Prinzip vollständiges Pack. Haben wir noch irgendwas hier vorne liegen oder so? Nein. Okay, hier ist auch nichts mehr drin. Hier ist sonst auch nichts mehr Interessantes. 9 Liter. Das ist, denke ich mal, langsamer. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das so liegen. Wir fahren weiter. Nämlich kein Platz mehr. Okay, machen wir Licht an. Boah, was sehen können hier. Ah, der Wagen hat richtig gelohnt hier, muss ich sagen. Noch einen Wagen? Nein. Okay. Meinen Leica. Ach ja, ich wollte mal wissen, ob ihr wieder Interesse habt an einer neuen Folge Passepartout. Ich habe da ein paar Motive rausgesucht. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es hinbekomme, aber ich werde es versuchen zu zeichnen.
Meinen Leica. Meinen Leica. Und mit Escapist habe ich mal gespielt auf den nächsten Knast. Gut, wir sind auch nicht draußen bei dem Wüstengefängnis, aber da fehlt nicht mehr viel. Wow, 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 wow. Beruhig dich, Wagen, danke. Also ein Vorteil hat ja der Regen, wir brauchen unseren Wagen nicht mehr zu putzen. Das ist auf jeden Fall der Vorteil. 140 Kilometer haben wir noch. Dann gucken wir mal, wie viel Plus wir machen. Und dann kaufen wir uns nochmal ein Reparaturkit. Eventuell. Mal schauen. Wir hätten ja rein theoretisch die Ersatzreifen schon. Da können wir nämlich dann die Regenreifen austauschen. Wir fahren hier rechts rum. Gucken, was hier gibt's. Alter, der Wagen, der schlürft immer mehr rum hier. Ist fast, ist mehr am Schwimmen als am Fahren. Der Wagen hier. Finde ich zumindest. Wir fahren Richtung Türkei, oder? Istanbul, ja. Ja, ja. Ist korrekt. Okay. Nicht, dass wir in die falsche Richtung fahren. Das will ich euch nicht mehr zumuten. War zwar eine lustige Folge, aber mehr auch nicht. Oh. Interessant. Können wir da hin? Ich glaube, das ist nur Deko, gell? Ja, ja, das ist nur Deko. Ich war gerade überlegen, ob das irgendwie ein neuer Schrottplatz ist, wegen dem Bagger dort. Aber ich denke mal weniger. Wo müssen wir jetzt hin? Hm, das sind Schilder. Da fahren wir mal in die Richtung. Bevor wir in die falsche Richtung fahren. Will ich mich nicht. Oh, oh, ich glaube, ich fahre in die falsche Richtung. Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Gucken wir mal lieber. Istanbul, das ist korrekt. 70 Kilometer noch. Was haben wir da? Macht mal. Ja, wunderbar. Gut, alles korrekt. Super duper. Oh, Mann, Mann, Mann. Aber leider nicht so viele Kisten in der heutigen Strecke enthalten. Das ist ein bisschen schade, ey. Aber so viel Glück kann man halt nicht immer haben. Dafür haben wir halt einiges an Reifen und so weiter dabei. Blick hat, ob wir die verkaufen sollen und gegen neue austauschen lieber, statt die alten Latschen drauf machen. Müssen wir mal schauen. Oh Mann, meine Stimme versagt hier total. Blöde Hausstaub-Milbenallergie. Okay, da hätten wir was für uns, für unsere Sammlung an Küsten. Was haben wir denn da? Machen wir einfach so auf. Da, 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 da. Kaffeebohnen von Kukukraf. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, Leute. Tut mir leid. Aber es passt noch gerade so rein. Die Reifen, hm. Wie gesagt, ich weiß echt nicht so genau, ob es was sinnvoller ist, ob wir sie verkaufen, die alten, und dann neue kaufen. Oder ob wir lieber einfach die ersetzen sollen, das Geld uns sparen. Obwohl, wenn ich mir lege, das sind gerade vielleicht 6 Dollar oder so. Ich glaube, wir holen lieber die neuen Reifen. Hm. Die Reifen hier sind ziemlich platt schon. Würde ich schon behaupten. Da 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 da. Eine Plücke. Ich glaube, am Schrottplatz sind wir vorbeigefahren wie Dame. Habe ich das dumpfe Gefühl. Oh, da ist der Reifen geplatzt. Wir reparieren wir mal ganz schnell. Obwohl, lohnt sich das noch? Ich glaube weniger, gell? Lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Dafür ein Reparaturkit zu verballern. Wir sind ja fast da. Wow, 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 Wagen. Bitte bleib gerade. Danke. 24 Minuten haben wir. Ach komm, wir reparieren. Jetzt sind wir ein bisschen schneller unterwegs, komm. Wir haben hier auch immerhin 2 Stück. Da können wir ruhig einen verballern. So, welcher Reifen ist es? Der hier? Nein. Doch, ist es. Okay, müssen wir wohl doch hochbuchten den Wagen dafür. Okay, machen wir das mal kurz mit laufendem Motor.
Wieso geht das nicht? Ach, weil der Motor noch läuft. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Kurz mal rein. Jetzt kann ich den Motor nicht ausmachen, weil der Wagen hoch... Alter, das kann doch nicht wahr sein, oder? Das Spiel ist unglaublich. So, jetzt darf ich jetzt den Motor ausmachen, bitte? Dankeschön. Das war großzügig. Okay. Dann gucken wir mal jetzt. Erstmal locker machen, ob es wirklich der Reifen ist. Jupp, ist er. Zack. Der hat mir wenigstens ein bisschen wieder repariert. Runter damit. Zack, ab dafür. Wunderbar. Aber mit der Grenze eben, da war ich schon ein bisschen selber schuld. Hätte ich den Wagen nicht so verkantet, aber trotzdem, wie der Wagen drum geflogen ist, war auch nicht mehr normal. Drück es mal so aus. Was ich an Jellypy auch so cool finde, die kleinen Details hier, zum Beispiel, das kann ich umstellen. Oder hier die Teile kann ich umstellen. Oder den Choke hier benutzen. Da sind ein paar lustige Gimmicks eingebaut. Oder dass man hier die Hupe halt zum Durchbrennen bringt. Finde ich auch sehr lustig. Okay, ich habe folgenden Vorschlag. Mir ist was eingefallen. Wir werden so folgendermaßen vorgehen. Ich werde jetzt erstmal die Upgrades hier einbauen. Also die Reparaturkit hier. Was wir ja kaufen müssen. Und dann werden wir Geld sparen und die Verkäufe machen in die jeweiligen Städten. Ich muss nur gucken, welche Stadt am ehesten, am dichtesten dran ist und wie viel Kohle wir benötigen dafür. Weil wir haben ein bisschen Geld ausgegeben in den Städten. Also ich denke mir mal, so viel Geld wird da nicht mal vonnöten sein. Ich schreibe mich jetzt nur, ob die Leica-Stationen genauso zählen wie die Tankstellen. Wäre auch mal interessant zu wissen. Wohl, eigentlich müssen sie ja zählen, weil sie gehören ja nun mal zum jeweiligen Land dazu, ja? Das heißt, es ist natürlich jetzt wie Apple und Co., die dann im Ausland die Steuern bezahlen und nicht im... Ja. Könnte ja auch sein, dass es ein Riesenunternehmen ist, diese Leica. Wer weiß, wer weiß. Ich habe auch noch nicht die Story gelesen. Ich gebe es zu, vom lieben Onkel. Ich will auch überlegen, ob ich mal einen Zusammenschnitt mache. Bezüglich den ganzen Briefen und Zetteln vom Onkel, die man nebeneinander lege. Beziehungsweise Stück für Stück einblenden lasse, dass man mal alles am Stück mal durchlesen kann. Falls mal irgendwer einen Zettel verpasst haben sollte. Das war so mal eine Überlegung von mir. Ist das ein Schrottplatz? Da rechts? Ah, ich weiß es nicht. Das ist die Brücke nur, okay. Hätte sein können, dass da unten drunter noch Schrottplatz ist. Aber wir sind da. Schrottplatz war irgendwie nicht vorhanden, warum auch immer. Oh Gott, nicht daran vorbeischlürfen. Ja, ja, oh, hab Gnade, genau. Du, mich auch. Gut, da ist das Motel. Das ist sehr gut. Dann fahren wir mal direkt darüber. Und, oh, Leica. Da fahren wir auch mal hin direkt. Reifen hätten wir ja genug. Bräuchte man eigentlich nicht mehr separieren, das wäre super duper. Gucken wir mal, ob sie das für uns vorrätig haben, was wir suchen. Grüße, schauen Sie sich ruhig um. Jojo, mache ich. Machen wir auf das Ding. Unter Extras, was haben wir da? Nein, haben wir leider nicht. Die Frage ist, kann man das damit auch verbessern oder gibt es da nur eine Stufe? Ich glaube, da gibt es nur eine, gell? Ja, gibt es nur eine. Wäre aber cool, wenn man das Auto dann noch mit mehr Lichtern versehen könnte, so richtig. Boom, dass wir da ein halbes Stadion als Licht haben. Okay, dann lass uns mal pennen gehen, lieber Onkel. Ah, ich bin da so richtig happy, dass wir die Reparaturen jetzt eigenständig durchführen können. Juhu, ich weiß Bescheid, lieber Onkel, dass das das Motel ist. Das habe ich sogar vor dir gesehen diesmal. Ja. Ach, fängt der Mist wieder an. Okay, fahren wir mal rein raus. Wie der Herr es möchte. So. Reicht das jetzt? Moment, schau mal hier alles aus. Verschifft das? Natürlich nicht. War ja klar. Ah, oh, Mann, Mann. Onkel, ich liebe dich. Na, mach an.
Vielleicht müssen wir für dich genauer parken, wer weiß. Vielleicht braucht der Onkel das ja. So. Wieso steigst du nicht aus? Ich hasse das. Dann fahren wir mal raus. Komplett. Oh. Dann holen wir mal einen anderen Parkplatz. Da rechts daneben den. Ich glaube der ja. Och nee, ich habe doch so schön geparkt hier. Wieso? Mann. Dann fahre ich halt mal kurz zur Reparatur. Zum Verkauf, etc. Weil irgendwie will ich dich den getriggert haben, den Onkel. Dass er ja aussteigt. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das bewerkstelligen sollen. Oh, hier ist eine Straßensperre. Fahren wir mal rum. So. Ich möchte, dass der Herr unbedingt ins Hotel geht. Na komm, vielleicht kriegen wir es ja hin, wenn wir bezahlen. Und die Tür aufmachen für den Herrn. Irgendwie muss es ja funktionieren. Ich möchte den Koffer haben. Vielleicht kriegen wir das irgendwie getriggert. Jojo, $40 ist in Ordnung. Ja. Ja, mit dem Schlüssel. Dann gehen wir mal hin und sammeln noch restliche Kohle ein. Oh Gott, ruckelt's. Gefällt mir gar nicht, Leute. Das ist sozusagen unser Zimmer. Machen wir schon mal auf. In der Hoffnung, dass der liebe Onkel doch noch es checkt, dass wir ins Hotel wollen. Oh yes, Kohle. Sehr gut. Ist tatsächlich so, dass man $5 mehr bekommt, als wir bezahlen. Finde ich interessant. Jetzt müssen wir noch den Onkel noch irgendwie reinbekommen. Ich habe noch keine Ahnung wie. Hallo, ja. Onkel, aussteigen. Hallo. Oh Gott, darüber regierst du, gell? Aber bloß nicht übers Motel. Muss da irgendwie funktionieren, ey. Das nochmal. Das hat's mal geklappt. Hä? Jetzt spinnst du wieder total, kann das sein? Ne, ich bekomm's nicht hin, aber ich guck mal, ob ich die Marke schon habe. Wenn ja, suche ich das mal raus. Dann blättern, nochmal blättern. DDR, natürlich fehlt uns diese Marke. Oh, nee. Könntest du nicht einfach aussteigen? Kerl. Ne, Leute, ich habe echt keine Ahnung, was ich noch machen soll. Dass der Typ hier aussteigt. Keine Ahnung. Mann, das ärgert mich gerade richtig. Die Briefmarke brauchen wir. Ja, hallo. Ach nee, das kann nicht wahr sein. Wieso kann der Onkel nicht einfach rauskommen jetzt? Naja, Leute, ich habe noch eine Idee. Wir fahren einmal hin und zurück. Einmal eine Strecke hin und eine Strecke zurück. Vielleicht klappt's ja dann. Okay, Leute, ansonsten, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar auch da. Oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.